Hallo und willkommen zurück ins rein regnerische Lager hier. Gefällt mir nicht so mit dem Regen. Vielleicht tun wir das doch irgendwie überarbeiten. Wir müssen aber nochmal gucken, wie man das macht. Ist gerade praktisch, dass es regnet. Denn es gefällt mir nicht. Ich will hier ein Dach haben. So, wir gucken mal, wie weit das mit dem Dach geht. Und ob man das irgendwie gut hinkriegt, dass es gut aussieht. Im Prinzip fehlt hier ein Funnörkel. Was ist, wenn wir den hier einfach mal deinstallieren? Eine Holzwand. Und wir machen jetzt ganz einfach, hier ist Schieferboden, ne? Eine Schieferwand hin. Warum kriegt er sowas Ekelhaftes zu essen? Haben wir nichts mehr zu essen oder was? Hier sind nur die Leute am Kochen. Also theoretisch. Guck mal, hier sind sogar Gemüsepfannen. Jetzt gibt denen noch mal was Vernünftiges zu essen hier. Guck mal, das ist ein Gast. Guck mal, der hat gar keine Stimmung mehr. Was ist überhaupt los mit dem? So, jetzt müssten wir es hier aber haben. Ne, denn meine Idee war, jetzt ist hier natürlich dunkel, ne? Und was machen wir natürlich in dunklen Räumen? Wir bauen hier uns eine Laterne rein, so in der Art. Scheiße, hier ist gar kein Strom. Die Idee war so gut, ne? Und der Strom hat es verhindert. Es ist mal wieder der Strom schuld. Wie weit müssen wir mit dem Strom rein? Ist die Frage. Bis wohin reicht es? Und bis wohin nicht? Es gibt keine untätigen Kolonisten, Heinz. Du kannst immer forschen. Scheiße. Wir haben auch eh keine Forschungsstation. Guck mal, du hast den Quarry. Den Quarry hast du. Du kannst sogar bauen mit drin. Kochen kannst du auch nicht. Ich wollte gerade kochen gehen. So, wo waren wir eigentlich hier dran? Wir haben ja hier ein paar Sachen geforscht. Also auch hier, ne, da haben wir hier die Elektro-Dinger gebaut, aber ich glaube, hier waren wir dran. Ne, wir müssen auf jeden Fall, der kann nicht einfach untätig sein. Kochen kann er leider nicht. Komm, dann geben wir dem Quarry. Damit er den Quarry machen kann. Guck mal, die müssen mindestens bis hier ausgedehnt sein. Problem ist natürlich, dass jetzt auch die ganzen Robos hier den Quarry machen. Und das lässt sich verhindern, indem ich die mit Gebiet, denen hier das verbiete. Ach so, jetzt holen die hier Ressourcen raus. Jetzt holen sie Brocken raus. Aber wie holen die denn die Dinge raus? Er holt die Brocken raus.
Die holen Ressourcen raus. Ah. Bei Misserfolg gibt's also Brocken. Hey, was ist denn hier los? Nicht mit mir, Freundchen. Ach, hier ist eine andere Reihenfolge. Sind die alle auf Tragen oder was ist hier los? Nee, eigentlich nicht. Aber was ist denn hier los? Strom. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Naja, so sind sie zumindest nicht untätig. Aber die könnten doch auch andere Dinge tun. Müssen halt nur gucken, dass der Quarry irgendwie ziemlich niedrig ist, außer beim Heinz. Aber der Heinz würde eh nur Brocken rausholen. Ja komm, das lassen wir erstmal. Das ist es im Moment nicht wert. Ich meine, wir brauchen die Brocken. Wir könnten aber auch direkt darauf gehen, um die hier voll zu machen. Das Problem ist, wir brauchen ja im Prinzip nur die beiden hier. Also das müsste Granit und Kalk sein. Marmor haben wir sogar. So, egal. Gehen wir mal auf die Kommentare ein. Reis finde ich übrigens eine sehr gute Hecke. Heißhecke war hier unten. Ja, die sieht echt gar nicht mal so bad aus. Ja, die Kartoffeln finde ich dagegen kacke. Die finde ich hier auch nicht gut. Die sieht man kaum, die Zwergkaktusse. Die verdecken zumindest ziemlich gut. Ja gut, die eigentlich auch. Hier das Dingens. Aber als Hecke sind die offensichtlicher, wobei die auch wie eine durchgehende Blockade wirken. Ja, Mais sieht so eigentlich ganz okay aus, aber ich finde immer noch, das Beste ist das hier. Und ich meine auch in dem letzten Kommentar wolltest du das doch hier in Rot haben, ne? Können wir mal machen. Dann machen wir das hier nochmal in Rot. Oh Gott sei Dank, das passt. Wir haben nur rot gemacht, aber es ist irgendwie doch eher hell als rot. Ja, wir können ja mal hier diese Pflanzen dann noch lassen, aber ich glaube, das sähe ohne besser aus. Und dann sähe es ja halt so wie hier aus. Finde ich persönlich besser. Aber hier sind ja auch Pflanzen drauf teilweise. Hat aber auch irgendwie was, ne? Wenn hier so abwechselnd immer diese Pflanzen sind. Wieso liegen hier eigentlich noch... Ist das dasselbe Lager wie hier nochmal oder was? Ne, das ist dasselbe Lager wie hier. Welches Lager ist denn jetzt für was? Ich blicke nicht mehr durch. Im Prinzip sind das alles hier dieselben Lager. Gar nicht spezialisiert. Stimmt, die soll ich ja wegmachen. Wenn die Lager voll werden, neue Lager bauen. Ne? Aber ich habe lieber spezialisierte Lager. Im Prinzip so wie hier.
Ne, hier alles Mechanodruiden-Dinger. Und hier Brocken und halt Blöcke. Können ja mal hier den Boden schon mal machen. Was ist das? Schiefer? Schiefer. Boden. Schiefer. Guck mal, da müssten wir eigentlich auch alle haben, ne? Wir lassen die mal fertig machen und gucken dann, ob wir noch was abreißen müssen. Heinz ist wieder untätig oder was? Meister Dinom ist untätig. Ja, das geht ja nicht. Ne, hier müssen wir auch mal gucken, was wir da machen. Denkt dran, wenn die Lager voll oder fast voll sind, neue zu bauen, ja. Waschmaschine. Leben länger mit Kalkun. Immer diese Werbungskacke. Habe ich 1.300.000 Euro für bekommen. In Spielgeld. Ja, genau so, danke. Den zweiten Kabelschrank kannst du aber wieder hinbauen. Hau einfach Blumentöpfe überall drauf. Den hier sieht schon irgendwie komisch aus ohne, ne? Ohne so eine Abgrenzung. Sieht echt komisch aus ohne eine Abgrenzung. Was ist, wenn wir die Kabel weglassen und einfach so Blumentöpfe machen? Oder was ist, wenn wir einfach das hier durchziehen? Komm, den Mais machen wir mal weg, der geht mir sowieso auf die Nerven hier. No! Die müssen jetzt doch jetzt weg können. Und hier muss der Bambus hin. Jetzt sieht das hier mit dem... Das muss hier drauf. Das ist sonst komisch symmetrisch. Das geht so nicht. Es geht so nicht. Das ist ein Tod für meine Augen. Das muss ich ändern. Was fehlt denn hier eigentlich? Hightech-Bauteile. Als ob wir hier keine Hightech-Bauteile mehr haben. Sieht aber so aus. Oh, das sieht doch schon viel geiler aus. Jetzt könnten wir das theoretisch auch hier weitermachen. Das ist jetzt hier. Aber wir haben ja gesagt, wir machen vielleicht mal einen Einerweg, ne? Ich meine, mich dran zu erinnern, dass ich das mal gesagt hätte. Und jetzt machen wir das tatsächlich hier.
Naja, die müssen neu verkabelt werden, scheiße. Ah, egal. Die Straße geht jetzt mal vor. Das geht so nicht, das geht so nicht. Nein, 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 nein. Nein, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht. Ein Gast. Ich habe einen Gast. Was will ich mit einem Gast? Verschwinde! Hier darfst du mit dem reden. Es gibt keine Gästebetten für dich. Er ist ein Mensch. Das sieht hier so fett aus, ne? Weil hier halt kein Boden drunter ist. Oder sollte ich hier noch einen Boden mit drunter machen? Mancher ist kaputt. Du bist schuld. Du bist schuld. So. Schon lästig, ne? Manchmal so. Willst du den einsperren? Ach, du willst Meister Dinom einsperren? I see how it is. Im Prinzip, wenn der gebaut wäre, wäre ja hier so eine Runde verbunden. Da hätten wir aber keinen doppelten Absprung, ne? Ich bin halt überlegen, ob ich die hier wegmachen kann. Weil die ja hier verbunden sind. Aber hier könnten wir es eigentlich machen. Hä? Na! Oh. Hä, was? Was? So. Ach, guck mal, hier ist eine Batterie. Was ist das denn? Xenon-Turbine. So, dann wenn wir den haben, haben wir alles. Können ja aber jetzt schon mal reingucken. Hier ist ein großer Wassertank.
können wir ja anstelle von denen bauen. Hier ist eine ganze Pumpenstation. Ja, dann können wir den ja hier mal ein bisschen modernisieren. Können wir die hier versetzen? Ja, den hier nicht. Den auch nicht. Egal, komm, wir reißen sie mal weg. Die können wir deinstallieren. Egal, wir reißen sie weg. So. Reißen wir hier auch die Rohre weg. Und die Pumpe. Haben wir noch eine Waschmaschine? Wir können hier meditieren und sowas in der Waschmaschine. Wo stellen wir die denn hin? Braucht die Wasser? Wäre ja mit verbunden dann, ne? Ist mit verbunden, sehr gut. Hier ist ein Swimmingpool. Alter, der ist ja riesig. Nein, da nicht. Hier ist noch ein Whirlpool. Hier einen tiefen Brunnen. Eine elektronische Dusche. Was ist denn der Unterschied? Boah. Haben wir ja Glück. Boah, ist das laggy, ey. Nein, nein! Meine Mörser, ist das dein Ernst, Mörser? Ich höre sie doch fliegen. Alter, diese Mörser. Boah, wie laggy das ist. Freeze. Nein, bitte nicht abstürzen. Bitte nicht. Jetzt stellt die noch mal ab. Sie kommen raus. Nein! Alter, wo schießen die denn drauf, diese Drecksmörser?
Ja, jetzt können sie die auch wieder anmachen, ey. Ihr seid doch alle Kacke. Hey, bist du jetzt an oder aus? Ich verstehe, ist mir egal. Davon will ich nichts in den Kommentaren sehen. So. Ja, nix. Hier können wir nicht mit Granit arbeiten, wir müssen mit Marmor arbeiten. Wir haben keine Marmorwände hier gebaut. Was ist denn los hier? Wie kann das denn sein? Hier, Marmorwände. So, Marmortüren. Und whoop. Und whoop. So. Wir machen am besten am Anfang an, direkt schon Türen aufhalten. Das Problem ist, dafür ist die... Wieso löst denn der eine Falle aus? Ein Cleaner war das. Davon will ich nichts in den Kommentaren sehen. So. Oh. Könnt ihr nicht mal hier aufhören, die nicht auszulösen? Haben wir keinen, der noch bauen kann? Hier, du. Du baust den. Achso, wir waren ja hier die Roboter am Bauen, ne? Bis jetzt haben wir erst einen. Davon will ich nichts in den Kommentaren sehen. Oder ich starte die Folge einfach komplett neu. Aber jetzt habe ich schon 30 Minuten aufgenommen. Einfach komplett neu starten und so tun, als wäre nichts gewesen. Dann wird auf jeden Fall nichts davon in den Kommentaren stehen. Aber dafür haben wir zu viel auf der anderen Karte gemacht. Ich will halt nichts mehr auf dieser großen Karte machen. Ich will nur noch die andere Karte spielen. Deswegen habe ich keine Lust, da was aufzubauen. Und diese Automörser brauche ich aber. Scheiße, das war aber... Welchen habe ich jetzt geladen? Den hier habe ich geladen, ne? Den hier. Aber ich will nur noch auf der, die man gerade gesehen hat, Karte spielen. Ich will nicht auf der anderen Karte spielen. Deswegen habe ich da die Automörser. Die andere Karte ist nur noch dafür da, um mir Ressourcen rüberzuschicken.
Deswegen habe ich keine Lust darauf, dass da sowas passiert. Die Automörser sind dafür da, dass wenn ich invaded werde, die direkt die Gegner wegholen. Aber wenn natürlich die Gegner in meiner Basis spawnen oder so ganz nah an der Basis, dass die Automörser meine Basis mit zerstören, habe ich keine Lust drauf. Dafür sind die Mörser scheiße, das ist klar, hat man gesehen. Aber das will ich nicht. So, hier sieht's gut aus. Hier sieht's auch noch gut aus. Gut. Hier waren wir dran, ne? So. Klar, das wird jetzt den einen oder anderen tierisch abfacken, wenn ich das gemacht habe. Aber ich will jetzt euch ja nichts verheimlichen oder sowas, ne? Ich will halt hier jetzt nicht gerade was machen. Ich will jetzt das hier machen. Es tut mir leid. Wenn es euch aufregt, dürft ihr euch gerne aufregen. Aber ich kann es da nicht ändern, weil das ist zu spät. Es ist schon passiert. So. Die Wasserfiltration. Jetzt wäre natürlich interessant, für was ich die brauche. Brauche ich die davor oder dahinter? Also ich muss jetzt einen tiefen Brunnen bauen. Ach so, hier war noch die elektronische Dusche, ne? Was war jetzt die intelligente Dusche? Dann können wir den eigentlich ersetzen, indem wir den hier erstmal deinstallieren. Und den hier installieren. Gibt's auch intelligente Toiletten? Eine Badewanne haben wir drin. Hier eine elektronische Toilette. Dann können wir die auch deinstallieren. Und tun hier noch eine elektronische Toilette hin. Oh nein, die Hunter's Lodge, die ist eben auch gekommen. Oh nein, es geht wieder los. Ein Spülbecken haben wir gar nicht. Ein Spülbecken bräuchte man eigentlich hier mit drin, ne? Jetzt ist der Raum aber leider nicht groß genug. Ich meine, wir könnten den vergrößern. Ergibt schon Sinn. Erhöht die Sauberkeit. Es ergibt mega Sinn, da ein Spülbecken reinzubauen. Wir können den Raum ja vergrößern, das ist ja kein Problem. Aber dann machen wir erstmal, gucken, was wir da noch reinmachen können. Guck mal, es gibt sogar einen Gefrierschrank. Eine Klimaanlage. Ja, hier gibt es so viele verschiedene Kühlungsdinger. Abwasserbehandlung. Jetzt haben wir natürlich hier nicht so viel Platz gelassen. Da ist jetzt das Fäkal-Schlamm drin. Wir reißen den mal weg. Der ist hier im Faultank drin.
Kann ich den auch von den Foul Tank in die Abwasserreinigung schicken? Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich den abreiße, dass dann das alles, was da drin ist, irgendwie weg ist. Ah, die Wasserfiltration ist da, endlich. So. Wo ist sie denn? Hier. Okay, wir machen jetzt hier einfach ein Abwasserding hin. Dann hauen wir danach hier so ein Teil hin. Und dann machen wir hier einen Auslass hin. Dann machen wir das so, das fließt ja nach unten. Wo habe ich den denn jetzt? So, hier. Abwasserreinigung. Das ist so eine Vorklärung, ist das. So. Rohre Schiefer. Ich hoffe, das funktioniert. Warte, der kann ja auch so, ne? Machen wir es so. Guck mal, das wird jetzt weniger. Dann müsste der ja hier mehr werden, oder? Aber der enthält ja nichts. Aber wo fließt denn das jetzt hin? Das wird ja hier weniger. Ach nee, ablaufen lassen. Ja gut, so viel Prozent kriegt er gar nicht. Komm, wir reißen mal weg, mal gucken, was passiert. Okay. Nichts ist passiert, sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, dass das von da nach da geht und dann raus, ob das da direkt hier so ein Teil braucht. Der ist aus Holz. Wieso ist der aus Holz? Ein Robohändler, nicht schlecht. Hier, Schiefer. So. Gut, dann machen wir jetzt hier die Pumpenstation hin. Nicht die Pumpenstation. Erstmal brauchen wir so einen tiefen Brunnen, ne? Also hier kommt erstmal ein großer Tank hin. Dann kommt hier eine Wasseraufbereitungsanlage hin. Dann setzen wir hier die Pumpenstation hin. Und jetzt machen wir hier den tiefen Brunnen. Wie Qualität unbehandelt, das müsste behandelt sein. Das geht doch hier durch, das müsste doch behandeltes Wasser sein. Da, behandelt, sicher. Sehr gut. Gut, der enthält noch nichts, weil da noch nichts durchgelaufen ist.
Aber bin ich mal gespannt. Ob das jetzt so gut funktioniert. Muss mal einer jetzt hier mal so richtig ein... Da ist ja Wasser drin. Besitzer niemand. Also wenn wir den hier vergrößern, um eines, könnten wir auf die andere Seite... Oder machen wir hier das Spülbecken hin und die Schlachtbank auf die andere Seite. Komm, wir deinstallieren das mal. Dann reißen wir den mal ab. Und wir bauen den einen größer. Den setzen wir provisorisch einfach mal hier hin. Hallo, wo kommt denn jetzt der Mega-Lag her? So. So, da müssen natürlich jetzt noch die Fliesen hin und die Folge ist schon wieder vorbei. Das kann ja nicht wahr sein. So. Dann setzen wir den mal an die Wand. Und den an die Wand. Jetzt kriegt die Schlachtbank keinen von denen. Hier kopieren wir einfach. Setzen hier noch einen hin. Jetzt kommt hier das Spülbecken hin. Ich glaube, den bauen wir aus Stahl. Haben wir Stahl? Das müsste zu der Farbe besser zu dem passen. Gut, der ist aus Holz, ne? Ist auch irgendwie doof, aber gut. Jetzt frisst er mir hier die ganzen Sachen weg. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Pool hinbauen. Dann machen wir das noch diese Folge und der Whirlpool. Den Whirlpool könnten wir hier so schön reinbauen. Ah, Dino, du hast irgendwann mal was mit Pool geschrieben. Waren da irgendwelche besonderen Anforderungen zu deinem Pool? Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht mehr. Der Swingingpool ist schon echt riesig. Den könnten wir super hier in die Ecke machen. Dann können wir hier den Weg erweitern mit einem anderen Boden oder sowas. Einmal drumrum. Und dann nehmen wir dann einen normalen Holzweg. Wobei der muss bestimmt nach drinnen, der Whirlpool. Der muss bestimmt drinnen irgendwo rein. Wir deinstallieren den erstmal. Das ist bestimmt kein Außen-Whirlpool, oder? Der wird bestimmt Kurzschlüsse geben. Divers. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!